Ich hatte gerade eine Pause und muss erstmal wieder reinkommen. Grumble, grumble. Okay, also sobald ich den hitte, werde ich angegriffen. Ich habe aber zufälligerweise eine Ahnung, was ich hier machen muss. Ich weiß bloß nicht ganz, was es bringt. Ich gehe mal weiter. Holy shit. Wie schnell hätte ich denn da reagieren müssen? Hier ist die Karte, nice. Ist mir jetzt erst aufgefallen. Gut, ich bin hier ganz oben, also ich kann auf jeden Fall nirgendwo mich reinsprengen, das ist gut zu wissen. Ich gehe einfach durch. Holy shit. Wie viele sind das bitte? Wow. Kann wenigstens einer von euch ein Herz droppen? Nein. Kann ich hier runter? Weil da unten noch ein Raum ist. Ich geh erstmal hier weiter. Nice Bomben. Hier muss ich bestimmt wieder einen Stein verschieben. Alter. Kann ich mich heilen? Okay, nur blau. Ich kann mich nur blau heilen. Also nur einmal. Eine Fee. Ich verschieb mal. Okay, das bringt nichts. Muss ich die jetzt alle erst besiegen? Na toll. Okay, ich muss mal anfangen. Das ist der Trick. Wenn ich jetzt die ganze Zeit nur ausweiche, dann habe ich das Problem, dass ich Schaden nehme, aber keinen Schaden austeile. Danke. Aber das war jetzt im Großen und Ganzen ziemlich sinnlos. Ich habe gerade kurz in der Lösung nachgeguckt. Anscheinend geht es hier lang. Was ich seltsam finde, weil dort ja eigentlich leere Räume sind. Und ich muss sogar hier lang. Ich kenne aber noch einen anderen geheimen Weg, den ich auch gesehen habe. Der ist hier. Und hier gibt es ein paar Rubine. Kann nicht schaden. Hier unten kann man auch noch durch per Bombe, aber da erschließt sich mir jetzt der Sinn nicht. Zack, zack. Ah, das war gemein. Schade, da komme ich nicht ran. Muss ich nicht immer erst die Gegner besiegen, bevor ich einen Stein verschieben kann? Geht das mit Pfeil und Bogen? Okay. Noch eine Lampe, was ist das denn für eine? Anscheinend ein Upgrade, aber ich weiß nicht, was es bringt. Ich könnte mir zumindest keinen großen Nutzen darunter vorstellen. Da habe ich gerade was gesehen.
Zack. Bombe. So, welche Räume habe ich jetzt schon besucht? Ja, hier kann ich nach oben. Ah, jetzt bin ich aus dem wieder rausgegangen. Alter. Hätte nicht bekommen, nicht mal was. Ne, ein paar Bomben. Na ja, gut. Das bringt jetzt auch nicht wirklich. Ich weiß nicht, ob man diese Gegner hier... Ah, man kann die besiegen. Das wusste ich nicht mal. Ich bin schon immer aus dem Weg gegangen, weil ich dachte, die sind unbesiegbar. Was ist eigentlich das Problem? Warum sitzt nicht? Warum muss ich ständig gegen diesen Boss kämpfen? Und warum schießen die gleich mit doppelten? Warte mal. Okay, bringt irgendwie nichts. Nein, ich wollte ihn schlagen. Ach, ich drücke mal die falsche Taste. Warum liegt da eine Bombe? Zack. So, hier kann ich mich anscheinend rübersprengen. Ja, das ist mir ein bisschen zu viel mit Sprengen. Ich gucke ein bisschen die Lösung nebenbei. Ist doch ziemlich lame, aber... Was ist das denn? Und was bringt der Raum? Hä? Warte mal. Ich kann den Stein hier verschieben. Aber ich kann es nicht. Hä? Wahrscheinlich ist diese Unverwundbarkeit gar nicht mal so gut, wenn man gerade was verschieben muss. Ach, jetzt bin ich aus Versehen wieder zurück. Jetzt geht's. Ah, das ist seltsam mit diesem Verschieben. Ach, da komme ich doch gar nicht lang. Nicht euer Ernst. So, wo führt mich das hin? Ah, ich lasse die Fledermäuse mal. Die haben mir nichts getan. Hauptsache, ich werde direkt wieder abgeballert. Zack und zack. Hier kann ich bestimmt wieder den hier verschieben. Oder mal kann ich mich irgendwo lang sprengen. Ich muss kurz einordnen, wo ich bin. Ah, ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Ach, und hier drüben ist der Boss. Habe ich den Dungeon komplett erkundet? 1, 2, 3, 1, 2, bla bla, 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3, da fehlt ein Raum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. Okay, mir fehlt theoretisch nur ein Raum. Ich weiß nicht, ob ich da... Ach so, das ist der Raum. Da gehe ich später nochmal hin, da gibt es auch einen Schlüssel. Gibt es hier einen Trick, was das Besiegen angeht?
Nimm mal. Auch wenn dieser Dungeon hier irgendwie einen Dämon darstellen soll, ich erkenne da keinen. Hat er gerade Schaden bekommen? Okay, das war easy. Das ist so einfach, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja gut, ich gehe trotzdem noch kurz in diesen Raum. Ich schneide das dann mal rein, was es da zu sehen gibt. Ah, zack. So, hier ist der Raum. Ich muss den Weg erst freispringen, was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum ich den gar nicht gefunden hatte. Und hier muss ich nochmal diese Gegner besiegen, wo ich vorhin erst rausgefunden habe, dass ich sie überhaupt besiegen kann. Danke für das Herz, aber ich gehe dann sowieso bei der Fee heilen. Gut. Da habe ich noch einen Schlüssel extra. Ist doch super. So, das war's mit dem Dungeon und dann auf zum nächsten.